Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Matthäus 5,4. Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Wir sind als Christen dieser Welt ein Fremdling geworden. Zumindest sollten wir das so sehen und erkennen und wahrnehmen, weil die weltlichen Werte und Maßstäbe und ihre Ideologien und Ziele nicht mit den himmlischen Werten und Zielen übereinstimmt. Ganz im Gegenteil. Das weltliche Leben endet, das himmlische Leben endet nicht. Diese Welt und Gesellschaft ist böse, sündig und ungerecht. Das himmlische Reich und Leben ist gut, gerecht, vollkommen und überaus erstrebenswert. Diese Welt ist gottlos, verdorben und satanisch. Die Welt Gottes ist erfüllt von seiner Liebe, von der Liebe Jesu Christi und seiner Gnade und Herrlichkeit. In dieser Welt zu leben, bedeutet auch zu leiden, traurig zu sein, mit manchen Ängsten und Anfechtungen konfrontiert zu werden und oftmals auch ein Spielball von Zufällen, Manipulationen und Boshaftigkeiten anderer zu sein. In Gottes Reich wird die Angst und das Leid und jede Traurigkeit der Vergangenheit angehören. Wir werden nicht mehr daran denken und uns Gläubige wird niemals wieder etwas plagen und stören und belasten. Bei Gott wird Gerechtigkeit, Wahrheit, Licht und Freude herrschen bis in alle Ewigkeit. Sünde, Tod und Teufel sind zwar bereits besiegt und überwunden, aber noch leben wir auf diesem Planeten. Entsprechend haben wir auch noch unsere Kämpfe, Anfechtungen, Beschwernisse, Nervereien und müssen unsere Erfahrungen machen, müssen unser Kreuz auf uns nehmen, müssen uns selbst verleugnen, müssen die Heiligung erfahren, weil das Gottes Wille ist und weil das nötig ist und weil wir auf ein Ziel hinsteuern und damit wir dieses Ziel, diese Ewigkeit auch in rechter Einstellung und rechtem Verständnis erleben und wahrnehmen, müssen wir eben auch unsere Erfahrungen machen, müssen diese Heiligung erleben, ohne die wir das Reich Gottes nicht sehen werden. Aber das alles nie alleine und stets mit einem Ziel. In 2. Korinther Kapitel 5, Verse 4 bis 7 steht: Denn solange wir in dieser Hütte sind, seufzen wir und sind beschwert, weil wir lieber nicht entkleidet, sondern überkleidet werden wollen, damit das Sterbliche verschlungen werde von dem Leben. Der uns aber dazu bereitet hat, das ist Gott, der uns als Unterpfand den Geist gegeben hat, so sind wir denn alle Zeit getrost und wissen. Solange wir im Leibe wohnen, weilen wir fern von dem Herrn, denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Die Bibel sagt, dass wir auf Hoffnung erlöst sind, Römer 8, 24. Also auf etwas, was man noch nicht sehen kann, sonst wäre es ja auch keine Hoffnung. Das hat den beabsichtigten Effekt, dass wir Geduld lernen müssen, die wiederum nicht zuschanden werden lässt. Wer an Gott glaubt, wird nicht zuschanden werden. Jesaja 28, 16. Und wer entsprechend nicht glaubt, egal für wie stark, klug und informiert er sich hält, wird diese Schande des Unglaubens, und das ist es, einmal erfahren müssen und dann seinen schweren Irrtum erkennen. 1. Korinther 1, 27. Was wir als Christen in dieser Welt erleiden und erdulden müssen, wird mit Weisheit, Gerechtigkeit, Heiligung und Erlösung in Jesus Christus und dem Evangelium, an das wir glauben dürfen, vergolten. 1. Korinther 1, 30. William MacDonald schreibt in seinem Bibelkommentar: Gegenwärtig sind wir nur an Geist und Seele erlöst, doch dann wird die Erlösung auch den Leib mit einschließen. Man denke nur daran, Gott hat uns mit diesem Ziel geschaffen, dem verherrlichten Zustand, ein nicht mit Händen gemachtes ewiges Haus in den Himmeln.
Und wie können wir sicher sein, dass wir einen verherrlichten Leib erhalten werden? Die Antwort lautet, dass Gott uns das Unterpfand des Geistes gegeben hat. Wie schon erklärt, ist die Tatsache, dass in jedem Gläubigen der Geist Gottes wohnt, ein Angeld darauf, dass alle Verheißungen Gottes an den Gläubigen erfüllt werden. Er ist ein Unterpfand des Kommenden. Der Geist Gottes selbst ist eine Garantie dafür, dass das, was Gott uns bereits teilweise gegeben hat, eines Tages völlig uns gehören wird. Nur der feste Glaube an diese kostbaren Wirklichkeiten ermöglichte es Paulus immer guten Mutes zu bleiben. Soweit. Kaum einer war angefochten, verfolgt, geplagt, bedrängt und angefeindet wie der Apostel Paulus. Als Pharisäer war er hart und gefürchtet und entsprechend beliebt. Und als Heidenapostel hatte er von Ungläubigen, Teufel und Scheinheiligen auch nicht viel Sympathie zu erwarten, ganz im Gegenteil. Er hielt sich selbst nicht für den Überflieger, sondern für den größten Sünder, weil er die Gemeinde Christi verfolgte. In 1. Korinther 15, Verse 8 bis 10 berichtet er über die Auferstehung Jesu und die Menschen, die ihn danach gesehen haben. Da steht: Zuletzt von allen ist er auch von mir als einer unzeitigen Geburt gesehen worden, denn ich bin der Geringste unter den Aposteln, der ich nicht wert bin, dass ich ein Apostel heiße, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin, und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle, nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die mit mir ist. Und auch an uns ist die Gnade nicht vergeblich gewesen, denn ob wir krank oder gesund sind, arm oder reich, anerkannt oder eher verachtet, bekannt oder unbekannt, erfahren und bewährt oder noch unerfahren und unbeholfen, durch Gottes Gnade sind auch wir, was wir sind und werden noch, was wir werden sollen und dürfen. Unser Leben ist in Gottes guten Händen und wir werden aus Liebe und Gnade geheiligt und erzogen und auf die Ewigkeit bei Gott ganz praktisch vorbereitet. Gott selbst hat in Jesus Christus uns diesen Weg aufgezeigt, damit auch wir zu der Vollkommenheit gelangen, die für uns vorgesehen ist. In Hebräer Kapitel 4, Verse 14 bis 15 heißt es: Weil wir denn einen großen hohen Priester haben, Jesus, den Sohn Gottes, der die Himmel durchschritten hat, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Wir bekennen uns zum gekreuzigten Heiland, zum Messias und zum Sohn Gottes, Jesus Christus, und somit werden wir von ewigen Händen gehalten und dürfen mit begründeter und froher Zuversicht alles ertragen, aushalten und annehmen, was uns ihm im Leben oder Sterben näher bringt. Charles Haddon Spurgeon, der hat von 1834 bis 1892 gelebt, war ein englischer Baptistenpastor. Er schreibt: Durch das Tränental kommen wir nach Zion. Man hätte denken sollen, Leid tragen und selig sein ständen im Gegensatz zueinander, aber der allweise Heiland verbindet sie in dieser Seligpreisung. Was nun er zusammengefüget hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Leid tragen um die Sünde unsere eigene und die Sünde anderer ist des Herrn Siegel, das er auf seine Treuen setzt. Wenn der Geist der Gnaden auf das Haus Davids ausgegossen ist oder auf irgendein anderes Haus, so wird es Leid tragen. Durch heiliges Leidtragen empfangen wir die besten unserer Segnungen, eben wie die seltensten Waren auf dem Wasserwege zu uns kommen. Nicht nur soll der Leidtragende an irgendeinem zukünftigen Tage selig sein, sondern Christus erklärt ihn schon jetzt für selig. Der Heilige Geist wird sicherlich die Herzen trösten, die um die Sünde Leid tragen.
Sie sollen durch das Blut Jesu und durch die reinigende Macht des Heiligen Geistes getröstet werden. Sie sollen getröstet werden über die große Sünde ihrer Stadt und ihres Zeitalters durch die Zusicherung, dass Gott sich verherrlichen will, wie sehr sich auch die Menschen gegen ihn empören mögen. Sie sollen getröstet werden mit der Erwartung, dass sie binnen kurzer Zeit gänzlich von der Sünde befreit und bald hinausgenommen werden sollen, um auf ewig vor dem glorreichen Angesichte ihres Herrn zu weilen. Soweit. In diesem Sinne, seid getröstet und seid ermutigt. Alles wird gut. Amen.